Jo, da sind wir auch schon wieder hier bei uns auf dem Kanal auf Behind You. Ja, Mahlzeit. So, also, was haben wir heute vor? Wir haben nämlich uns überlegt, wir machen eine Ghostbox-Sitzung mit Mia. Weg, Puppe weg. Mhm. Was? Wieso? Weg damit, weg, weg. Weg mit der Puppe. Willkommen zum neuen Teil auf Behind You. In ja, dem heutigen Teil geht es wieder um eine legendäre Ghostbox-Sitzung. Heute mein Anliegen, genau, Ghostbox. Wollen wir nämlich Kontakt nochmal hier zur Haunted Doll, zu Mia aufnehmen. Deswegen, das ist eigentlich so das, was heute ansteht. Fast ungeschlagen. Ja. Und da wollen wir nämlich heute mal eine Sitzung mit der Ghostbox machen, gucken, was bei rumkommt. Ja, wollen wir mal gucken. Der eine oder andere kennt die Mia schon aus dem Livestream vom Unge, da haben wir sie ja das erste Mal vorgestellt. Danach haben wir sie in der Kiste gelassen, haben wir nichts mehr mit gemacht und wir haben uns vorgenommen, jetzt mal wieder was mit ihr machen. Ich würde sagen, setz dich mal hin, ich besorge ihn. Okay, also, so, Ghostbox hier, liebe Leute, das ist unsere sogenannte Was machst du denn? Oh, wir müssen ein Bild ab. Lass uns mal lieber die Ghostbox dazu mit dem Bild machen. Ein Scherz, oder? Nee, das haben wir beim letzten Video doch, da haben wir doch abgesprochen. So Leute, kleiner Cut mal eben. Eigentlich hatte ich jetzt vor die Sitzung wo mit der... Was hat das jetzt denn damit zu tun? Ja, weiß ich nicht. Wo stellen wir das hin? Wo stellen wir das hin? Ich wollte eine Ghostbox-Sitzung mit der Mia machen. Ja, können wir gleich auch noch machen. Wo stellen wir den jetzt hin? Ey, da stellt der Hänger wieder an die Wand. Nein. Alter. Jetzt hoffe ich, kleines einfach hier runter hin. Also eigentlich hatte ich vor, eine Ghostbox-Sitzung mit Mia zu machen. Aber jetzt haben wir gerade so einen kleinen Disput, weil hier der Onkel gerade der Meinung ist. Guck mal, sieht das gut aus? Nee, ich finde, das sieht scheiße aus. Ich finde, das sieht gut aus. Er will jetzt eine... Ey Martin, ich habe dir da schon was zu gesagt, dass ich ein bisschen Bedenken habe, wenn wir jetzt eine große Sitzung da abhalten. Einer aus unserer Community hat gesagt, diese K2 Meter soll man nicht so dicht an die Ghostbox stellen, weil der Magnet von den Lautsprechern das auch auslösen könnte. Deswegen werden wir das jetzt mal... Hast du eine Zunge? Ja, hab ich. Wir machen eine Ghostbox-Sitzung mit dem Bild. Okay, also für alle die, die jetzt dieses Video sehen, wenn ich hier nachher wie eine lebendige Fackel rausrenne, irgendwie wie Feuer Peter 7, dann wisst ihr Bescheid, dann ist die ganze Scheiße so richtig nach hinten losgegangen. Hat die aber nur eine kleine Sitzung. Ja, so. Also, der Typ wohnt ja nicht hier. Der hat ja nichts zu verlieren, der Kollege hier, der Vogel. So, also du hast jetzt echt... Okay, dann. Ja, also wenn ich gleich hier abbrenne, wenn ich hier dann noch Brandmaler habe, ich mache mal Licht aus. Oh. Also wenn ich nachher noch Brandmaler und Feuermaler am Arsch habe, dann wisst ihr Bescheid. So, okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, ja, wie schon sagt der laut, wie gesagt, korrigiert mich ruhig. Also ich habe es ja in dem letzten Video schon gesagt, aber seid mir nicht böse, wenn ich es jetzt wieder sage und ihr mich schon korrigiert habt, weil das ist eine Aufzeichnung. Wir müssen leider vorproduzieren, weil ich weniger Zeit habe in den nächsten Tagen. Und deswegen produzieren wir vor. Die Legende von den Kindern sagt ja, dass diese entführt worden sind und man die dann gemalt hat. Okay. Aber ich kann mich auch irren, das ist das, was ich gelesen habe. Martin, nee, komm, lass die Kerzen bitte jetzt da stehen. Welche Kerze? Ja, du guckst die ganze Zeit zu den Kerzen. Ja, da hinten rüber. Weil da hinten stehen so viele und hier bei uns steht gar keine. Ich hätte gerne Martin. Eine Kerze vor dem Bild. Alter, du machst mich echt fertig. Also das Bild soll ja brennen. Ja, aber du wohnst nicht hier. Das wird schon gut gehen. Ja, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, super, ja, gleich, weißt du, gleich fackelt der ganze Kack hier ab. Ja, okay, so, ja, okay. Ach komm. So, oh, Alter. Wir bitten die geistige Welt um Kontakt. Ist jemand anwesend? Oh, jetzt schon Stift in der Hose. Alter, was war das denn? Jetzt erklär mir nicht für blöd, aber wieso sagt das Ding Mo? Also das ist überhaupt nichts. Momo ist eigentlich ein... Warte mal.
eine Geschichte einfach, eigentlich ein Werbegag gewesen in Asien. Bitte nochmal, nenn mir nochmal bitte, was hast du gesagt? Aber jetzt finde ich gerade auch ein bisschen spannend. Ich war gerade noch so ein bisschen negativ auf das Ganze. Aber wenn da jetzt eine Präsenz da ist, bitte sag nochmal, was hast du gesagt? Weil das fand ich jetzt ein bisschen krank. Kerzen setzen? Meint jetzt ja nicht, aber Kerzen setzen. Kerzen setzen, Kerzen wegsetzen? Siehst du das Feuer der Kerze? Ja, mach dich mal bitte ein bisschen da. Siehst du das Feuer der Kerze? Guck mal, die Augen wirken den Kerzenschein ganz anders. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen möchte. Immer getrennt. Was? Immer getrennt oder was war das? Immer getrennt. Aber man sagt. Martin! Hast du nicht vorhin erzählt, dass du zwei Bilder brauchst? Die zwei Bilder braucht man, damit immer nichts passiert. Immer getrennt. Was war. Vielleicht war das Bild immer schon getrennt. Wer war getrennt? Also, was soll ich mal wieder sagen? Ist immer wieder fucking creepy, oder? So, okay. Ja, und du wolltest das nicht machen. Ja, wir müssen es ja nicht so lange durchziehen. So, also. Schrecklich? Alter, so schrecklich bin ich auch nicht. Ich gucke in die Kamera rein und die Präsenz meint schrecklich. Okay, also. Ich möchte mehr über dich erfahren. Guck mal, das Kerzen nicht. Das Feuer, das geht vom Bild weg. Was ist schrecklich? Ist das Feuer schrecklich? Da eine gute Idee war. Was kannst du mir über das Bild sagen? Ich bitte das Jenseits mir eine Antwort zu geben. Was kannst du mir über dieses Bild sagen? Bring mal eine zweite Kerze. Okay, Martin, wir noch eine Kerze. Aber der ist jetzt aber bitte nur für den Tisch, okay? Bitte nur für den Tisch. Hey Martin, hallo. Jetzt sind es zwei. Ist das besser? Jetzt bist du nicht mehr getrennt. Tja, wenn ihr die Bude abfackelt, Alter, ich schwör's. Dann kriegst du der dicke Radio am Schädel. Ich bitte um einen Kontakt zum Jenseits. Wenn jemand anwesend ist, kann er jetzt bitte mit mir in Kontakt treten. Und mit der Armschwere. Ich geh mal zu Martin mit der Kamera. Ich bin schon armschwer. Alter! Komm mal klar, ey. Was war das für ein Wort? Schlag? Martin, was habe ich dir vorhin erzählt? Martin, was habe ich dir vorhin gesagt? Wenn nicht, hau ich dir das Radio auf den Schädel. Ja, er sagt Schlag. Ja. Ja, krass. Ich bitte noch mal eine Antwort von der geistigen Welt. Was hat es mit dem Bild auf sich? Boah, Mann, ich habe gerade voll die geile Idee. Helen? Welche Idee? Sprech erstmal mit mir drüber. Nimm mal die Kamera, halt die mal fest. So, dass man die Reflexion von den Kerzen sieht und die versuche ich jetzt mal auf die Augen zu kriegen. Sieht man das auf den Augen? Ja, höher. Die linke nach links. Weiter nach links, weiter nach links. Stopp! Rechte Kerze ein Stück nach unten und nach links. Boah, ist das krass. Boah. Lass die bitte wieder runter. Das wirkt sehr dämonisch. Ich bitte nochmal hier um den Kontakt zur geistigen Welt. Wenn du da bist, bitte rede mit mir.
Ist noch jemand anwesend? Fotos? Fotos, das ist kein Fotos, das ist gemalt. Die Fotos hängen da. Hier hängen Fotos, genau neben der Box. Also das ist mal wieder so richtig geil creepy. Okay, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch vor dem Ganzen, ne? Muss ich mir ja ehrlich, ne? Ein bisschen skeptisch. Aber mittlerweile finde ich ja gerade ganz spannend. So, okay, also. Siehst du die Flammen der Kerze oder der Kerzen? Groß? Nein, ich habe nicht groß verstanden. Graf oder so. Aber ich habe mich eher, wenn jetzt ehrlich, ein bisschen mehr zusammengezuckt, weil ich jetzt gerade keine Antwort erwartet habe. Ich bitte nochmal die jenseitige geistige Welt mit uns in Kontakt zu treten. Bist du noch da? Ich hab's auch nicht verstanden. Also wenn ihr mal was versteht, was wir nicht verstehen, schreibt's bitte mal in die Kommentare rein. Also auf jeden Fall, ich muss sagen... Hast du eine Mitteilung für uns? Dann ist eine spannende Sitzung. Kind. Ja, wir sehen ja selber, dass ein Kind auf dem Bild ist. Bist du das Kind? Das Kind auf dem Bild weint. Bist du das? Ich weiß nicht, ob die Fragen jetzt gerade so gut sind. Aber jetzt nicht am besten. Oh, nee, okay. Bist du noch anwesend? 78, die Zahlen, ich verstehe die Zahlen immer noch nicht. 78, keine Ahnung. Was möchtest du uns mit den Zahlen sagen? Dunkler. 78 dunkler. Ich habe keine Ahnung. 78 dunkler. Die Karten sind aber nur 10. Ich könnte nicht mehr sagen, dass man die Karte 7 und 8 nehmen sollte. Und weil du suchst gerade die Karte zur Nummer. Ist noch irgendjemand anwesend gerade? Es gibt griechische und römische Zahlen da drauf, aber die sind doppelt zum Teil, die Karten. Also von den Zahlen her. Was möchtest du uns mit dunkler sagen? Das scheint Kontakt weg zu sein, ne? Ne, Kontakt ist weg, glaube ich. Ist noch jemand anwesend? Na, ist raus. Dann verabschieden wir uns, geh mit Licht und Liebe. Genau, danke dir für diesen Kontakt. Also, war ein spannender Kontakt. Ich habe mal so ein bisschen, dass man dich da auch sehen kann. War ein spannender Kontakt. Dafür, dass du nicht wolltest, war es ja ganz schön gehypt. Okay, muss ich mal sagen. Muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr interessante Sitzung. War jetzt auch nicht so lang, ganz kurz eigentlich, aber gut knackig. Hat auf jeden Fall, ich muss sagen, hat doch Spaß gemacht. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt bei Behind You. Schön, dass es dich gibt. Und... Wir hängen.
den Weinen jungen dann mal wieder auf. In dem Sinne, haut rein. Ciao. Bis dahin.